Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Teddy-Live-Haul geben. Ganz viele von euch haben sich das gewünscht und wir gehen jetzt mal zu Teddy und stöbern da ein bisschen. Ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Wie immer zeige ich euch, was es hier draußen gibt. Also hier haben wir dann so Plüschsocken, so lange Socken haben wir hier. Dann haben wir hier so Handschuhe, dann haben wir hier verschiedentliche ja, Mützen. Dann, wie nennt man diese, Stirnbänder da. Dann haben wir hier auch noch Mützen, Kuschelsocken. Oh, die sind super weich, die habe ich zu Hause in Schwarz und in Grau sogar. Dann haben wir hier weiter Mützen, dann haben wir hier so Hausschuhe. Die sind voll süß, die kosten 5 Euro. Ja, hier haben wir dann nochmal solche Mützen, also viele verschiedene Mützen. Und was haben wir hier? Handwärmer. Und ich hasse diese Dinger, die bringen irgendwie überhaupt nichts. Leute, schaut euch das mal an, wie süß. So. Ah, Handschuhe. Cute. Was haben wir hier weiter? Ein bisschen was zum Basteln. Dann haben wir hier Wolle, Schere. Und hier geht es dann auch schon an Corona. Das heißt Masken und Desinfektionsmittel und so weiter und so fort. 10 Stück für 2 Euro geht eigentlich voll. Ja, und hier unten haben wir dann die für Kinder. Die sehen übel schön aus. Aber leider passen die mir nicht. Das sind halt echt kleine. Schaut euch das mal an. Dafür ist mein Gesicht zu fett. Kosten hier 3 Euro nur. Richtig cool. So, was haben wir hier? Ein bisschen Partyknaller. Ja, und hier haben wir dann nur noch Schleifen und Servietten. Ich bin jetzt hier in der Partyabteilung und die haben hier richtig coole Sachen. Ich habe da irgendwie nie so richtig einen Fokus drauf gegeben. Nur halt da hinten, aber hier vorne. Ich glaube, das haben die Neuen gemacht. Auch richtig cool. Oder hier Ninjaga oder sowas, Lego. Auch solche Becher dazu. Die Eiskönigin haben wir hier. Peppa Pig. Oder solche coolen mit Party. Die würde ich sogar tatsächlich auch nehmen. Richtig schön. Auch schaut euch mal sowas hier an. Auch richtig schön. Oder 50. Das wäre jetzt zum Beispiel perfekt für Silvester. Da haben wir auch die passenden Servietten. Und da unten dann sowas. Für Silvester nehme ich jetzt, glaube ich, hiervon 2 Stück mit. Wie viel sind da drin dann jeweils? 8 Stück. Ja, davon nehme ich 2 und von den Servietten nehme ich 2. Ansonsten gibt es hier noch solche schön. Und hier gibt es dann noch Servietten. Ach, wie süß. Hier haben wir ein richtig XXL Nähset. So eins möchte ich jetzt auch gerne mitnehmen. Das kostet gar nichts. Keine Ahnung, was das kostet. Steht nichts drauf. Ich nehme das jetzt trotzdem mit. Achso, 3 Euro da. 3 Euro. Meins ist nämlich kaputt gegangen und auch leer gegangen. Ich habe so eins vorher gehabt. Mir sind diese ganzen Nadeln rausgefallen und voll ätzend. Deswegen brauche ich da jetzt was Neues. Das passt nämlich sehr gut. Was haben wir da? Hier haben wir Wolle, die glitzert richtig schön. Für 2 Euro. Hier haben wir dann solche Stempel, wer braucht. Wolle haben die hier richtig viel. Ich weiß nicht, strickt ihr oder häkelt ihr, keine Ahnung. Ich konnte das früher tatsächlich mal und wenn ich die Übung wieder habe, dann kann ich es bestimmt auch wieder sehr gut. Meine Mama hat es mir beigebracht und im Kindergarten wurde uns Häkeln beigebracht. Schaut euch mal oben diese Puppe an. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was das hier ist. Ich glaube, das ist hier zum Saufen. So eine kleine Abteilung. Tischfeuerwerk haben wir hier. Aber was mich gerade richtig irritiert, ey, schaut euch mal das an. Das sind Flaschenöffner. Sehen die nicht cool aus? Und gleichzeitig irgendwie gruselig. Und dann gibt es ja auch noch die Dinger hier. Also, okay. Dann bin ich hier bei den Umschlägen, beziehungsweise Luftpolstertaschen oder wie auch immer die heißen. Und da brauche ich jetzt wieder die hier, also diese kleinen. Für 1 Euro. Es gibt noch so große, die kosten auch nur 1 Euro. Also kosten alle 1 Euro. Da sind halt dann nur weniger drin. Ne? Ja. Letztens, als ich hier war, gab es keine kleine Größe.
Na egal, jetzt nehme ich die mit und dann brauche ich nochmal Briefumschläge. Dann nehme ich einmal die mit und einmal die. Dann brauche ich nochmal Tesafilm. Und ich glaube, dann nehme ich einmal das hier mit, weil das ist eine große Rolle. Klebefilm für 1 Euro. Brauche ich hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ach, das sind ja coole Bleistifte mit dem Radiergummi oben dran. Ja, kann man eigentlich gebrauchen, oder? Ich schreibe momentan sehr gerne mit Bleistift. 1,50 Euro, die nehme ich auch nochmal mit. Ja, ich glaube, hier war es das auch schon. Schaut mal, was für schöne Scheren die hier haben. Für die erste Klasse oder für die Vorschule bestimmt sehr gut geeignet. Dann möchte ich gerne noch zum Verschenken so einen Kugelschreiber mitnehmen. Und wir haben hier einmal einen Joint. Sehr toll. Gitarre, Feder und dann haben wir hier so einen Roboter und so einen Drachen. Und den Drachen nehme ich jetzt mit. Der kostet 2 Euro. Ja, und dann habe ich da oben nochmal so einen Stempel gesehen. Ich wollte mir eigentlich einen bei Amazon bestellen. Dort kosten die zwischen 12 und 20 Euro. Und genau den ich jetzt haben wollte, der ist hier und der kostet nur 5 Euro. Den möchte ich auch gerne mitnehmen. Schaut euch mal den da an. Den nehme ich auch mit. Der kostet 2 Euro. So schön. Schaut unbedingt mal. Jetzt habe ich schon so einen Textaussetzer, Leute. Meine Stimme will nicht. Schaut unbedingt mal bei Teddy vorbei. Die haben wirklich sehr coole Sachen. Hier haben wir ein kleines bisschen was für Hundis. 3 Bälle zum Beispiel. Oder hier zum Kauen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, sowas hält nicht bei jedem Hund. Also wenn ihr sowas einem Schäferhund gibt, der klein ist und viel kaut, das hält nicht. Der frisst nämlich diese ganzen Fäden. Also sowas ist nicht immer praktisch. Sowas müsst ihr einem Hund geben, der weiß, was Spielzeug ist und es nicht zum Essen nimmt. Ja, hier haben wir dann noch mehr. Ich glaube, da haben wir noch so Wandtattoos, Wandsticker. Dann haben wir hier ganz viel zum Anziehen. So eine kleine Garderobe schon für Hunde. So ein Kleiderschrank kann man sich hier mit erstellen. Zum Beispiel hier haben wir, was ist das? Soll das ein Panda sein? Weiß ich nicht, aber richtig süß, sogar mit Kapuze. Oder hier, ja, Englisch halt, ne? Oder hier so ein Jäckchen. Das da oben ist auch süß. Das finde ich aber richtig, richtig cool. So kann man halt auch im Dunkeln die Hunde sehen. Ja, oder zum Trinken. Auch sehr cool. Habe ich bis jetzt nur bei Amazon gesehen. Ja, also hier gibt es eine Menge Auswahl. Ich bin jetzt hier nochmal bei den ganzen Brotdosen. Schaut euch mal das hier an. Das sieht aus, als wäre das ganze Glas. Da unten haben wir dann so Sets. Einmal Besteck, Teller und was haben wir hier noch? Nicht Tassen, Plastikdinger da. Ihr wisst, was ich meine. Löffel, Gabel haben wir hier drin. Und ich wollte jetzt gerne solche Tischeimer mitnehmen. Ich habe die schon öfters gesehen, aber halt immer nur die da oben. Und die sehen halt richtig billig und scheiße aus. So als wären es Toilettenmülleimer. So, wisst ihr, was ich meine? Und die finde ich halt richtig cool für den Tisch. Kosten 2 Euro, nehme ich mal mit. Weil wenn man zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer am Tisch sitzt und einen Film guckt, vielleicht durch den Laptop oder sowas, wie ich es gerne mache, und dabei vielleicht ein bisschen was Süßes ist, ja, dann hat man halt nicht Bock, das ganze Zimmer gleich wegzubringen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es aber auch richtig ätzend, sowas auf dem Tisch zu haben. Sowas stört mich halt immer richtig krass. Deswegen sind die eigentlich jetzt ganz gut. Der kommt mit. Hier bei den Süßigkeiten und habe mich dazu entschieden, dass ich die nochmal mitnehme. Die finde ich nämlich richtig cool. Und dann haben wir hier Brausefrüchte. Nee. Die sehen ganz lecker aus. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, Leute. Dann nehme ich nochmal diese Lippenstifte hier mit. 4 Stück sind hier drin, kosten 1 Euro. Und dann Milky Sip oder wie auch immer. Die kosten 75 Cent.
Also Weihnachtsdeko-mäßig ist hier ganz schlecht, Leute. Also hier ist kaum noch was da. Alle Regale sind so gut wie leer. Ich werde auf jeden Fall nochmal hierher kommen, damit ich halt gucken kann, ob sie was verändert hat oder nicht. Aber ansonsten, sie fängt sogar schon Schmuck an, Leute. Ich werde hier auf jeden Fall in ein paar Tagen nochmal hinkommen, wie ich gerade gesagt habe, um zu schauen, ob sich hier was verändert hat oder nicht, weil hier sind die Regale absolut leer. Aber die räumen gerade ein bisschen mal was ein und vielleicht strukturieren die das Ganze hier ein kleines bisschen um. Das heißt, wir sehen uns ab hier an einem anderen Tag. Also für mich, für euch bleibt ja alles. Jetzt stehen wir genau dort, wo ich aufgehört habe zu filmen. Und hier haben die tatsächlich so ein kleines bisschen die Regale gefüllt. Hier haben die halt noch so restliche Kerzen hingemacht. Auf der anderen Seite haben die dann noch so Kuschelzeugs hingemacht. Und ein bisschen Kinderspielzeug. Da unten haben die so ein bisschen Playmobil-Tüten verteilt. Ja, und hier ansonsten wirklich nur die Reste. Das kenne ich gar nicht, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Lichterketten, Kerzen. Halt so ein Kram so ein bisschen. Hier. Für vor die Tür, Merry Christmas everyone, Tischdecken, dann haben wir hier so wie gesagt die Reste, ja, was haben wir hier, ein Flamingo, voll süß, viel ist ja nicht mehr übrig geblieben, hier haben wir dann noch so ein paar Grußkarten und hier haben wir dann zum Beispiel Lipbalm, voll cool. Für 1,50 Euro jeweils. Sieht schön aus, oder? Schaut mal, was ich Cooles entdeckt habe, Leute. Und zwar haben wir hier so Poppet-Dinger. Hier haben wir so einen Weihnachtsmann für 4 Euro. Dann, ja, Weihnachtshütchen. Weihnachtsmützchen eher gesagt für 4 Euro. Und halt so eine Tanne für 4 Euro. Auch richtig cool. Und dann haben wir hier sogar süßen Nagellack. Kann man gut verschenken. Mit so einem Weihnachtsmützchen. Und das soll ein Schneemann sein. Richtig cool. Ey, das sind ja mal schöne Ideen. Ansonsten haben wir hier noch große Tassen. Hier sind wir dann so in der Kinderabteilung von ja, Schwimmring bis Schwimmsets und was auch immer es hier nicht alles gibt, also mega viel. Was ist denn das hier? Irgendein Panda? Oh, ich glaube, das macht Geräusche. Hier haben wir Phase 10. Das Spiel kann ich euch unglaublich empfehlen. So tolles Spiel. Macht super, super süchtig. Dann haben wir hier so Kartenspiele, Mini-Kartenspiele. Eher gesagt Mini-Karten. Hier haben wir große. Hier haben wir nämlich das Set. Ja, das finde ich auch ganz cool. Wollte ich als Kind immer haben. Habe ich aber nie gekriegt. Meine Eltern fanden das nämlich unnötig. Dann haben wir da unten noch Puzzle. Und ganz wichtig, Memory. Hier haben wir dann so ein bisschen Kuscheltiere und was soll das sein? Keine Ahnung. Hier haben wir eine Kackwurst. Ey, was man nicht alles rausbringt. Ich hätte ja meinem Kind sowas nicht gekauft. Also ich finde, mit sowas spielt man eigentlich nicht, auch wenn es nur so ein Gag ist. Ja, dann haben wir da Gitarren. Irgendwelche andere Sachen. Dann haben wir Karten, Angry Birds Karten. Ja, Handschellen. Alles klar. Ich gebe da jetzt keinen Beitrag zu, okay? Hier haben wir dann zum Beispiel sehr schöne Bilderrahmen. Die gefallen mir mega gut. Hier zum Beispiel so ein Herzchen. Oder das hier. My Heart. Und dann I Love You oben. Richtig, richtig schön. Hier zum Beispiel könnte man auch gut im Badezimmer dekorieren, wer möchte. Das sind nämlich Fische und so Muscheln drauf. Hier haben wir so ein kleines bisschen Bling-Bling. Wer mag. Hier haben wir dann so Glitzerbilderrahmen. Voll schön. Beste Mama der Welt. Auch schön. Könnte man gut zum Muttertag verschenken. Oder jetzt gibt es auch sowas hier. Wer es gerne bunt mag. Ich nehme hier nochmal Ausstechformen mit. Und zwar haben wir hier 4 Stück für 1 Euro. 3D-Ausstechform. Keksstecher. 3D-Effekt. Ich bin gespannt, ob das klappt oder nicht. Und wie ich die dann wieder sauber kriege. Und dann habe ich noch 3 solche hier mitgenommen. Die kosten jeweils 55 Cent. Ja, falls das andere nicht klappt, dass ich eine Ausweichmethode habe. A place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and
Dann nehme ich hier für Pascal nochmal sowas hier mit, und zwar Haftnotizen. Kosten 1 Euro, haben wir noch so eins in Herzchenform, Pfeilform. Und schaut euch mal die an, Leute, sind die nicht süß? Hier haben wir Panda. Und ich glaube, hier sollen da Süßigkeiten sein. Richtig cool. Und wir haben auch noch solche Streifen zur Not. Also, Auswahl gibt es. So Leute, wir sind schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch da draußen hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch Schnutis noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.